Schöne Grüße, närrische Grüße nach Rottweil. Und ich habe ja dieses Buch hier geschrieben, Mein Jahr als Narr. Und das ist für alle Narren, die auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen wollen. Natürlich schreibe ich viel über Rottweil, aber eben auch über viele andere Orte, wo man nicht so genau weiß, soll man das wirklich noch ernst nehmen und närrisch nennen? Ja, diese ganzen komischen Rheinländer, die da diese riesen Umzüge machen und nur Sauf-Event. Auch der rheinische Karneval kann sehr heimelig sein. Ich habe das aber im Dorfumzug in Schönenbach, wo man zweimal rund durchs Dorf gegangen ist, mitbekommen. Ich habe es selbst bei einem großen Karnevalsverein wie den Roten Funken in Köln erlebt, dass im kleinen Kreis in dem Verein selber doch eine sehr, 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 sehr große Verbundenheit ist und ein sehr großes heimatliches Gefühl, eine große, große Respekt vor der Tradition, genauso wie das ja in Rottweil ist. Dann war ich auch noch in Venedig, ja, auch da glauben ja Leute, sich maskieren zu müssen. Früher wurde da fast das ganze Jahr Karneval gefeiert. Und ich habe sogar mich aufs Oktoberfest getraut, das erste Mal in meinem Leben, auch eine Art Kostümfest. Also, wer über den Tellerrand schauen möchte und wer wissen will, wer eigentlich den Karneval in Rio erfunden hat, die Girls natürlich, ja, der ist irgendwie bei meinem Buch genau richtig. Und beim nächsten Clip erzähle ich was über meine Erlebnisse am Abstaubertag.